Apple der Himmelszuflucht entdeckt. Oh, sehr schön. Erstmal gönne ich mir. 171. Mehr haben die Klingen mir nicht zurückgelassen. Leichte Rüstung. Ich werde mit so Illusionen, keine Ahnung. Wunderbar. Ja, Und zudem wunderbar. ordentlich gut erhalten. Lass mich auf die Truhe. Ja. Und wer ist das? Ah, da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch, nun ja, Blut. You don't say. Euer Blut, Drachenblut. You Schaut don't say. her, hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Cyrodiil verehrt haben. Ist er das? Dieser Rehmann-Syrodil. Willst du noch irgendwas sagen, bevor wir hier ein Der bisschen... gesamte Ort scheint ein Schrein für Reman zu sein. Er hat die Akaviri-Invasion unter geheimnisvollen Umständen beendet, wie ihr sicher Wenn wisst. ihr Hilfe beim Aderlass braucht, lasst es mich wissen. Delphine! Ich wusste gar nicht, dass du mich aufschnitt. Das merke ich Nach der mir. sogenannten Schlacht am Fahlen Pass traten die Akaviri in seine Dienste. Damit war der Grundstein des Zweiten Kaiserreichs gelegt. Ich möchte Espen erstmal Versucht Blut ausreden auf lassen. das Bei den Göttern, worauf wartet ihr? Eine Einladung? Hast du noch irgendwas? Na gut, dann machen wir ein bisschen Blutspende. Das war es. Seht nur, es bewegt sich. Ihr Yay! habt es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch, Drachenblut. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszuflucht zuerst zu betreten. Keiner weiß, was uns da drin erwartet. Ja, deswegen muss ich vorgehen. Ich! Da drin könnte eine tödliche Falle lauern. Und ich muss vorgehen. Tempel der Himmelszuflucht. Yay! Ich bin der Erste, der an Aldins Mauer ist. Ist ganz schön staubig drin. Ja, hier war ja auch vor Jahren niemand mehr. Moos überwucherte Meine Mutter war eine Symbole. starke Frau. Sie ist diejenige, die mir meine Schwertkampftechniken beigebracht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, Mjoll, komm mal her. Ich hätte dich draußen lassen sollen. Ich sehe natürlich. Seid vorsichtig. Schilde klingen. Ist eigentlich eine gesamte Klingenrüstung, ne? Joll! Ich Also, bin wie ein paar lautet der Esel zu Plan? schicken. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ja. Für meine Sammlung. Die gesamte Klingenrüstung. Das ist eine schwere Rüstung. Hey, du ziehst sie an. Schilde Klingen willst du nicht mehr tragen. Ist auch schon so schwer belastet. Wieso? Fünfundvierzig? Ah. Schon recht schwer. Komm, ich zieh einfach mal. Ich werde hier warten. Dann warte hier. Nicht nur warten, sondern auch Schnute halten, okay? Wir sind wegen Alduins Mauer hier. Richtig, Espern. Ja, natürlich. Ich denke, wir haben später noch Zeit, uns umzusehen. Sehen wir, was uns noch alles erwartet. Ich habe mich schon umgesehen. Größtenteils. Und etwas sehr Interessantes gefunden.
Sehr interessant. Ja, Drachenfluch. 40 Punkte zusätzlicher Schaden bei Drachen. 10 Punkte Blitzschaden bei anderen. Damit kann eigentlich Tier verkauft werden. Yay! Schick nur drei verschiedene Schwerter in ihr Inventar. Zwei verschiedene Bögen. Könnt ihr auch mal ein bisschen schneller? Shores Knochen, da ist sie. Alduins Mauer. So gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Esbern, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Ja. Sehen wir mal, was wir haben. Ja? Erstmal ein bisschen Licht machen, damit wir besser lesen können. Da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Delfin steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar Delfin, mit Alduin selbst zu tun hat. Schieb mich nicht durch die Gegend. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Ja. Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Nicht wirklich. Eigentlich schon, aber das war in meinem früheren Leben, in meinen früheren Spielständen. Vielleicht wissen die Graubärte ja mehr. Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Was habt ihr gegen die Graubärte? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Ja, Macht kann gefährlich sein. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Aber, wenn man so viel Macht hat, das kann einen korrupt machen, wenn man sie nicht bedenkt einsetzt, oder, ne? Ich habe keine Angst vor meiner eigenen Macht. Ich habe die Graubärte recht. Ja, Macht kann eigentlich schon gefährlich sein. Nur wenn ihr sie nicht zu nutzen versteht. Alle großen Helden mussten lernen, ihre Macht einzusetzen. Diejenigen, die von ihrem Schicksal zurückgeschreckt sind, nun, von denen habt ihr noch nie etwas gehört, nicht wahr? Und dann gibt es noch die Schurken, die ihre Macht missbrauchen. Es gibt immer eine Wahl und es gibt immer ein Risiko. Risiko zur anderen Seite zu fallen. Doch wenn ihr in Furcht vor dem lebt, was schiefgehen könnte, tut ihr am Ende gar nichts. So wie die Graubärte droben auf dem Berg. Ja, starr in den Abgrund und er starrt irgendwann zurück. Ich sollte herausfinden, was Anka über den Schrei weiß. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Esbern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Naja, Talos möge mich schützen. Auf der dritten Tafel.
Die Prophezeiung, die die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphine? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt. Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Aufchecken. Ja, Ereignissen von allen früheren Elder Scrolls. Nun, ich werde mich noch ein wenig umsehen. Sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ein schönes Schwert. Ja, ja. Und eine Rüstung. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Wer weiß, auf welche anderen verlorenen Schätze wir noch stoßen könnten. Zum Beispiel ein sehr wunderschönes Schwert. Mit elektrisierendem Effekt. Was? Habt ihr etwas gesagt? Nett, dass du mir zuhörst. Ihr müsst lauter reden. Ich bin auf dem rechten Ohr schwerhörig. Habt ihr Ratschläge für den Kampf mit einem Drachen? Ihr habt Glück. Es gibt einen Segen, den die Klingen vor einer Schlacht erteilen. Er soll die Gedanken auf das Töten von Drachen einstimmen. Ich bezweifle, dass die Wirkung des Segens sehr lange hält. Kommt zu mir, wenn ihr euch auf den Weg macht. Und ich werde den Ritus durchführen. Warum ist das so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Habt ihr mir denn überhaupt nicht zugehört? Nö, nicht wirklich. Nur ihr könnt Alduin endgültig besiegen und so das Ende der Welt verhindern. Du hörst mir auch nicht zu. Wenn wir nur herausfinden könnten, welchen Schrei die alten Nord verwendet haben, könntet ihr eine Chance haben. Ja, nicht wahr? Oder auch nicht. Bei Prophezeiungen gibt es keine Garantie, nur Hoffnung. Naja, solange man Hoffnung hat, sollte man die Hoffnung niemals aufgeben. Stirbt es nicht so, nicht wahr, Mjoll? Stehst du so im Dunkeln? Komm, Mjoll. Also, lass mich dich ins Licht zurückführen. Und damit meine ich nicht das Ende eines Tunnels. Braucht ihr etwas? Das hier sollen also diese berühmten Klingeln sein. Zwei Leute. Die Talmoor haben Jagd auf uns gemacht, wisst ihr noch? Das hat bei der Rekrutierung nicht besonders geholfen. Aber jetzt haben wir gewissermaßen ein Hauptquartier. Wir werden die Klingen neu aufbauen. Eines Tages. Ich könnte euch dabei helfen, eure Rekruten zu finden. Wenn ihr Leute findet, die gute Rekruten abgeben könnten, sehe ich sie mir gern an. Naja, ich habe da so... Aber denkt daran, dass es sich bei der Mitgliedschaft bei den Klingen um eine lebenslange Verpflichtung handelt. Lebenslang? Wer zu uns gehört, muss treu zu uns stehen. Ja. Naja. Könntest du noch weiter ein bisschen umgucken? Vielleicht ein bisschen mehr Licht? Ja, das ist über mir. Der Zauber war über mir. Was braucht ihr, Drachenblut? Keine Ahnung. Die Frage ist, was du brauchst. Neues Leben. Super, wie die Treppe an einen und denselben Ort führt. Oh, das sieht schon mal sehr interessant aus. Pferdefell. Nein. Von Kiesels früheren Leben. Kiesel. Na, 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 na. Kiesel. Na, 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 na.
Giesel, Giesel.